Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU-Sondertreffen zur Flüchtlingspolitik. Vertreter aus 16 Mitgliedstaaten sind zu Beratungen in Brüssel zusammengekommen. Kanzlerin Merkel sagte, Kernpunkte seien der Schutz der EU-Außengrenzen sowie die Reduzierung der illegalen Migration nach Europa. Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei. Fast 60 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Umfragen zufolge liegt Präsident Erdogan vorn. Als größter Konkurrent gilt Oppositionsführer İnce. Mit den Wahlen wird auch das umstrittene Präsidialsystem eingeführt. Historischer Moment in Saudi-Arabien. Von heute an dürfen Frauen in dem konservativen Königreich Auto fahren. Die Maßnahme gehört zu einer Reihe von Reformen, durch die das Land moderner werden will. Explosion in Mehrfamilienhaus in Wuppertal. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 5 Menschen verletzt, 3 von ihnen schwer. Teile des zerstörten Gebäudes stürzten ein. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Proteste gegen Kohleenergie. 2 Tage vor der ersten Sitzung der Kohlekommission haben mehr als 1000 Umweltschützer in Berlin für einen raschen Kohleausstieg demonstriert. Sämtliche Pläne zum Bau neuer Kohlekraftwerke müssten eingestellt werden. Das Wetter. In der Nacht gebietsweise Regen, morgen teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Vor allem vom Nordwesten bis in die Mitte sowie im Südosten Bayerns noch Regen bei 14 bis 24 Grad.